Radio SAW. Angie fast allein zu Haus. Jetzt erst recht. Ja, auch im Frühstück schaffe ich locker. Bin ja in Rente. Sag mal, hast du Lust, mal wieder in die Therme zu fahren? So richtig geschwitzt habe ich das letzte Mal während der Finanzkrise 2008. Aber so ganz entspannt in der Sauna mit einem Latschen-Kiefer-Brennnessel-Aufguss. Was meinst du? Ja, haben sie doch dicht gemacht wegen der Energiekosten. Echt? Unsere Therme hat wegen der Energiekosten dicht gemacht? Na ja, die sollten 330.000 Euro pro Monat zahlen. Naja, und? Man zahlt bei 330 Besuchern eben jeder einen Tausender. Also mir wär's das wert. Angie, die meisten haben nicht so viel Geld. Ah ja, stimmt, vergesse ich immer. Die meisten haben ja nicht so viel Geld. Du stell dir mal vor, die zurückgetretene Christine Lambrecht muss die nächsten 2 Jahre mit nur 227.000 Euro Übergangsgeld auskommen. Die Ärmste. Wahrscheinlich muss sie so an einer Brücke schlafen. Der Golden Gate Bridge. Oh. Ja, ich komm ja. Durchgeschlossen ist auch nicht, mein Joachim. Und kündige mal den Knebelvertrag im SM-Studio, der uns seit Jahren an den Laden fesselt, ja? Für das Geld gehe ich lieber in die Sauna. Sorry. Ach, guten Morgen, Robert. Guten Morgen, Felix. Du, Robby, stell dir mal vor, ich wollte heute Abend in die Therme, aber die hat wegen der hohen Energiepreise nicht gemacht. Ja, es ist leider keine Seltenheit, Frau Merkel. Apropos Seltenheit, wie wäre es denn, wenn Sie stattdessen heute Abend Kometen gucken gehen? Bitte? Ja, der Komet C2022 kommt nämlich erst in 50.000 Jahren wieder vorbei. Ach, echt? Das ist ja genauso lange hin wie der nächste Staatsbesuch von Putin in Deutschland, was? Frau Merkel. War doch nur Spaß, jetzt guck doch nicht so. Robert. Angie fast allein zu Haus. Die besten Comedies für euch. Nur auf Radio SAW. Superhits fürs SAW-Land.